Hallo und herzlich willkommen zu Johanns Technik Channel. Heute geht es nochmal um das Thema Rettungsdienst, Feuerwehr, THW, was auch immer. Auf jeden Fall, es geht um alle, die einen Funkmeldeempfänger benutzen und diesen smart machen möchten. Auch bei uns in der Feuerwehr nutzt man zur Alarmierung mittlerweile irgendwelche Apps, die dann meistens funktionieren. Aber ich hätte gern trotzdem irgendwas, um mein smartes Zuhause mit der Alarmierung zu koppeln. Was könnte das sein? Es könnte beim Alarmeingang automatisch das Garagentor aufgehen oder aber im Flur das Licht angehen oder aber Amazon, Alexa oder Google oder wer auch immer soll irgendwelche Routinen einfach ausführen. Passend auch hierzu habe ich vor einiger Zeit schon ein paar Videos über Shelly-Relais gemacht, die darüber auch angesteuert werden können. Wenn euch das Thema interessiert zum Thema Shelly, hier oben ist der Link dazu. Um was geht es in diesem Video? Es geht darum, dass wir diesen Funkmeldeempfänger in der Docking Station so smart machen können, dass dieser einen Befehl an Amazon Alexa oder Google, was auch immer ihr habt, um Routinen ausführen zu können. Funktionieren tut das Ganze ganz einfach, indem wir hier das Alarmsignal über den fünfpoligen Schalter abgreifen. Da man diesen fünfpoligen Anschluss nicht einfach an die Alexa anschließen kann, habe ich mir Gedanken gemacht, was da am besten funktionieren könnte. Und ich versuche es jetzt einfach mal über einen smarten Türöffnungssensor. Bestellt bei Alibaba, ich glaube für 8 Euro. Hat ein bisschen gedauert, bis der da war, aber jetzt ist er da. Und hierzu gibt es dann dieses kleine Kästchen. Das öffnen wir, schließen es an. Eigentlich funktioniert das Ganze mit dem Magneten. Wir überbrücken diesen Magneten ein bisschen, schließen die zwei Drähte an die fünfpolige Buchse an, verbinden das mit dem Netzwerk und sobald ein Alarmeingang hier reingeht, meldet das Ganze an die Alexa und man kann eine Routine erstellen. So zumindest die Idee. Also, folgt mir, schaut mir einfach zu, wie wir das Ganze umsetzen, ob wir auf Probleme stoßen werden oder nicht. Und dann hoffe ich mal, dass ihr das relativ einfach nachbauen könnt. Los geht's! Hier seht ihr also den Türöffnungssensor. Dieser beinhaltet das Befestigungsmaterial, welches wir nicht brauchen, eine Anleitung und den Türöffnungssensor an sich mit dem dazugehörigen Magneten. Als allererstes testen wir, ob der Sensor überhaupt funktioniert und sich mit der Alexa koppeln lässt. Hierzu legen wir also erstmal die passenden Batterien rein. In der jeweiligen App fügen wir also einen Kontaktsensor hinzu. Das Gerät wird gesucht und auch gefunden. Wir benennen den Sensor als Alarmsensor. So, wir holen hier nochmal die Batterie raus und versuchen mal an das Innenleben zu kommen, indem wir jetzt einfach hier mit einem kleinen Schraubenzieher versuchen, das Ganze hochzuhebeln. Und man kommt da ohne weiteres dran. So. Und wie ihr seht, hier in diesem Röhrchen befinden sich die Drähte. Und wenn der Magnet nun hier dran geht, dann verbinden sich die Drähtchen. Bedeutet also, wenn wir hier und hier diese zwei Punkte mit unserer Ladestation des Meldes verbinden,
sollte beim Auslösen des Alarms diese Brücke stehen. Der Sensor sollte meinen, dass der Magnet angehalten ist und man kann so dann die Routine starten. Wir können das jetzt mal probieren, indem wir nochmal die Batterien einlegen. Wir legen hier nochmal die App dazu. Und wenn wir nun den Magneten hier ranbringen, dann müsste der Magnet sich wieder schließen in der App. Was er tut, wir tun es wieder weg. Und versuchen das Ganze nun zu simulieren, indem wir einfach quasi so tun, als ob die Drähte angeschlossen wären. Ich nehme jetzt einfach mal Alufolie. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, Alufolie ist leitend. Somit können wir hier recht gut ein Draht simulieren. Und nun legen wir also, wir machen die App wieder an die zwei Kontakte den Draht und schauen, was passiert. Und ihr seht, es verbindet sich, ohne dass der Magnet dabei ist. Also war der Verdacht schon richtig, man muss einfach hier die Drähte dann anlöten und schon kommt man an einen smarten Alarmempfänger. Wir probieren es nochmal, drauflegen, Kontakt schließt sich, wir entfernen die Alufolie, wir entfernen die Alufolie und der Kontakt geht wieder auf. So, da gehen wir mal in die Werkstatt und gehen ans Löten ran. Ich nutze hierzu ganz normalen Klingeldraht. Hierzu werden nun beide Drähte jeweils an dem Kontakt angelötet. Ich spule mal hier vor. So sieht es nun bei mir aus. Den Klingeldraht habe ich nun ein wenig verdreht. Jetzt das Gehäuse noch passend ausrichten, damit man immer noch die LED sieht. Das Gehäuse so positionieren, dass ihr wisst, wo das Loch für den Draht gedremelt werden muss. Ich dremel das Loch, ihr könnt natürlich auch einen Akkubohrer nehmen. Draht durchfummeln. Ich mache jetzt noch einen Schrumpfschlauch drauf. Leider hatte ich keinen langen mehr, so stückle ich ihn diesen. Sieht nicht so hübsch aus, langt aber für den Prototypen. Nun kommt noch der Stecker drauf. Draht passend abschneiden und auf die Pole 1 und 5 jeweils drauflöten. Stecker zusammenführen, zusammenschrauben, Türsensor zusammenstecken und den Schrumpfschlauch schrumpfen lassen. Fertig ist der Stecker.
Nun testen wir nochmals die Pole 1 und 5, indem wir sie mit der Alufolie verbinden, ob er noch funktioniert. Jetzt wird der Stecker einfach an die Dockingstation des Melders angeschlossen und fertig. Machen wir uns an das Erstellen der Routine in Amazon Alexa ran. Wir gehen in die Routine, gehen auf Neue Routine und vergeben einen Namen. Hier gebe ich mal Alarm ein. Wir wählen weiter Smart Home aus und geben an, dass die Routine gestartet werden soll, wenn der Türsensor geschlossen wird. Als Action sagen wir in unserem Beispiel Alexa sagt, als Text geben wir ein Achtung Alarm für die Feuerwehr und wählen noch die Alexa im Wohnzimmer aus, die das Ganze dann ausspricht. Das Ganze speichern wir. Dann fügen wir eine weitere Routine ein. Name, Alarm an, Notification. Das Ganze passiert wieder, wenn der Sensor geschlossen wird. Bei Add Action wählen wir Alexa Notification aus und geben Alarm für die Feuerwehr ein. Bei einem Alarmeingang wird nun auf der App und auf der Uhr der Alarm angezeigt und Alexa sagt es dann auch noch. Ich hoffe, ich konnte ein paar Anregungen für einen smarten Melder geben und es würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bei einem meiner weiteren Videos sehen würden. Bis dahin, alles Gute, euer Jan. Achtung! Alarm für die Feuerwehr.